Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wir starten heute mit der Mission. Du siehst zufrieden aus. Ja, mit der Mission das große verstreute Heer. Das ist dieses Sommerheer der Dänen. Die hat mir in der letzten Folge hier getroffen, jedenfalls ein Teil davon. Wir sollen jetzt nun den Anführer aufsuchen und mit ihm sprechen. Das soll irgendwo da hinten sein, in der Richtung. Und ja, mal gucken, wie es läuft. Die letzten Tage kamen keine Videos. Seit letzten Freitag hatte ich dann nichts mehr aufnehmen können. Ich bin momentan am Renovieren zu Hause. Und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Neben sowieso schon 10 bis 12 Stunden Arbeit jeden Tag. Deswegen hatte ich da jetzt so nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Aber heute mache ich mich mal wieder dran. Und es geht direkt los. Was? Wo müssen wir jetzt genau hin? Dahin. Okay. Ich denke, wir fahren da mit dem Boot rüber, ne? Das Boot ist da unten. Wir rutschen mal runter zur Mannschaft und dann geht's auch schon los. Ja, nice. Sehr schön. Dann ab geht's, Leute. Komm, Freunde, wir müssen kurz mal ans andere Ufer. Legt euch ins Zeug. Kommt. Wir müssen los. Und hier vorne sind auch Schätze, habe ich gesehen. Vielleicht gucken wir uns gerade diese Wracks hier gerade also mal an. Das hatte ich in der letzten Folge gesehen, als wir von da oben geschaut haben. Zum ersten Mal, dass ich, glaube ich, in dem Spiel unter Wasser bin. Sieht ganz okay aus. Die Pflanzen sind ja so PNGs. Naja, ist okay. Aber hier waren noch Schätze. Oder nicht? Ich meine, hier... Der hat auch noch was. Eine leere Schachtel. Der Loot ist ja echt fürchterlich schlecht. Leute. Hier ist was. 15 Silber. Ah, und das hier... Genau, hier ist eine Truhe. Genau deswegen bin ich hier. 100 Vorräte, ein bisschen Silber. Ein altes Kissen. Na toll. Gut, Freunde, das ist doch dann... Okay. Mal ein bisschen Vorräte hier finden. Wir könnten gerade nochmal schauen hier vorne an dem kleinen Häuschen. Ob ich da noch was finde. Ach ja, schönes Wetter auf jeden Fall hier. Heute. Köcher voll. Na gut zu wissen. Hier sind noch Kleinigkeiten. Hä, warum kann ich das nicht? Ah, jetzt... Ein Zahn. What the fuck? Bewegen. Okay. Gibt's hier drin irgendwas Cooles, oder? Hallo? Was ist hier drin? Na, machst du mal kaputt jetzt. Hier lang. Geht doch. Manchmal ein bisschen frickelig mit dem Kaputthauen. So, hier kann ich hoch. Und da ist tatsächlich eine Truhe. Mit Eisenerz und Leder. Das können wir bestimmt gut gebrauchen für irgendwelche Bauten oder Ausrüstung. Naja gut, sehr schön. Hat sich ja dann doch gelohnt hier zu schauen. Wir gehen zurück zum Schiff. Und dann fahren wir mal darüber. Zum Zielort. Aber ich sehe gerade direkt unter mir muss was sein. Moment Leute, direkt unter mir. Ist auf der Karte noch so ein goldener Punkt für Schätze. Hier, Leute, hier ist es. Ich hab's gefunden. Nochmal 100 Vorräte. Cool. Sehr nice. Dann hab ich's ja gefunden, zum Glück noch. Dachte eben, hey, hier war doch auf jeden Fall mehr. Aber gut, das hatten wir. Komm schon. Voran. Aus, als wäre Ragnarök nach Grantabrett gekommen. Eine große Schlacht hat hier gewütet. Kurs halten. Sehen wir nach, was sich sonst im Nebel verbirgt. Ja, genau. Und hier ist noch der dritte Schatz. Den gönne ich mir auch noch. Dann haben wir hier alles abgegrast. Wenn wir schon mal hier sind, denke ich mal, ist das doch besser. Wenn wir es gleich dabei haben. Und die Vorräte brauchen wir ja dann auch für unser Dorf. Doch wo ist die dritte Truhe? Ist auf jeden Fall ein Wrack.
Und wo ist die Truhe? Da ist sie doch. Ja, nice, das haben wir auch. Nochmal 100 Vorräte. Klasse. Perfekto, Leute. Perfekto. Jetzt können wir endlich mal nach dem Sommerjahr suchen. Aber ich fand das noch ganz wichtig, die mitzunehmen. Dann haben wir das abgegrast. Da vorne sollen wir, glaube ich, hin. Für die letzten 10 Meter ein bisschen Segel, natürlich. Komm schon. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay, wir können hier dreimal halten. Da vorne sind schon welche, dann halte ich gleich mal hier. Plündern. Ich will nicht plündern, ich will hier einfach nur anhalten. Das sind noch die, geht nichts. Alter Mann, Wigmund verjagte diese Dänen wie eine Schafherde aus Kanton. Ach, das ist... Das sind sächsische Soldaten, das wären die... Ich dachte, das wären die, das Sommerheer. Die werden gerade lang genug leben, um anderen als Warnung zu dienen. Lord Wigmunds Rache ist ebenso... Sommer kann nicht weit sein. Ich sollte mich umsehen. Ja, die haben die gefangen genommen, Leute. Attentat. Oh, da kommt, ist gerade einer auf der Suche. Gefährlich, Leute, sehr gefährlich. Ich will gerade mal gucken, oh, ob ich mich vielleicht hier durchschleichen kann. Los, geh weiter, du hast mich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie killen wollen, falls wir entdeckt werden, deswegen... Lieber erstmal Piano, ein bisschen... Jetzt dreh ich doch mal um, Kollege. Ich kann nicht weiterlaufen. Geht doch. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ein Langschiff am Ufer. Ein dänisches. Ja, ja, die sind hier gefangen genommen worden anscheinend. Ich sehe gerade nicht so viel. Okay, ich wurde entdeckt. Fast entdeckt jedenfalls. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich kann die nicht one-hitten mit einem Kopfschuss, ne? Sonst könnte ich die mir nämlich hier so... Ne, geht nicht. Schade. Dann muss ich das mit einem Attentat machen. Schnell hier... Oh, da ist ja noch mehr. Okay, das ist nicht gut. Nein! Okay. Ja, okay. Breitling, du kannst nicht fliehen! Ich muss auch nicht fliehen. Komm schon, Leute, dann müssen wir es halt jetzt so machen. Ich wollte eigentlich versuchen, die so ein bisschen sneaky zu dezimieren. Alter. Nicer Move. Warte mal. Kommt her. Das hat ein bisschen Ausdauer gekostet. Hört auf. Alter. Okay, warte mal. Wow. Der Finisher. Hey, das ist nice. Bam. Kommt das bei einer perfekten Parade oder wo kommt das her? Dass wir das machen dürfen bei denen? Na komm her, schlag mich doch. Los, weg mit dir. Es sind auf jeden Fall einige hier, aber es sollte kein Problem sein. Wir kriegen das hin. Unsere Männer schießen vom Schiff aus, glaube ich. So, der ist glatt. Ja, der ist auch ein bisschen kürzer jetzt wie vorher. So. Okay. Weg mit dir. Der hat nicht mehr viel Ausdauer. Und da kommt noch einer. Los, weg mit dir. Weg. Aua, das hat weh getan. Der andere hat mich gehittet. So. Moment. Warte kurz, Kumpel. Es sind echt viele hier. Die haben auch einige besiegt, wie es scheint. Da vorne liegen nämlich einige Dänen. Die haben ja wahrscheinlich gegeneinander gekämpft. Du hast einen Pfeil im Kopf, Junge. Auf der Schulter vielleicht. Ich komm dich holen. Ja, dann komm doch. Ich warte drauf. Kommt ja nicht in die Pötte mit euren Schlägen hier. Die gucken mir nur zu. Ja, muss schon treffen, Junge. Aua. So, komm. Ja. Und weg damit.
Schön den Speer in den Hals, genau. Oder in den Bauch oder wo auch immer hin. Aua. Aua. Wir bekommen aber nicht mehr so viel Schaden wie am Anfang noch, ne? Ich glaube, wir sind schon ein bisschen besser gerüstet. So. Easy going. Das Ohr, da kommt ja noch einer. Das hat bisher bis dato gut geklappt, würde ich sagen. Und der ist auch finito. Okay, Leute, wir befreien euch. Hier ist so eine Truhe, die gönne ich mir noch. Ein bisschen Leder und Eisenerz. Hier sind Timbeeren. Perfekt. Ich kann den Mahlzeitenbeutel... Ah, das machen wir, glaube ich, mal, Leute. Ich denke, das ist hilfreich. 100 Eisenerz brauchen wir für einen... Hä? Für den Beutel brauchen wir Eisenerz? Was macht das denn für einen Sinn? Naja, okay. Ich beschwere mich nicht. Wir können uns schon mal upgraden so ein bisschen. Alter, hier sind ja voll viele. Den haben aber sehr viele Leute verloren. Das tut mir leid. So, Leute, was ist los? Schnell. Ja, mach ich. Die Götter seien mit dir. Danke. Sehr gerne. Totenstill. 4 Stück haben gerade mal überlebt. Ist euer Jarlskone in der Nähe? Nein. Soma wollte die Sachsen nach Osten locken, um sie auszulaugen und im Nebel abzuhängen. Gut, wie es aussieht. Und jetzt? Ja, was jetzt? Finde Soma und sprich mit ihr. Wo muss sie ja hin? Sie ist irgendwo im Sumpfgebiet. Richtung Osten ist sie geflohen. Das heißt, wir rennen auch mal Richtung Osten. Mal gucken, ob wir sie finden können. Soma, wo bist du? Hier ist so neblig. Ich habe Angst. Okay, ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ich hoffe, wir finden die irgendwie. Hier sind ein paar Ruinen. Mitteltune. Oder Tune. Ist aber sehr idyllisch hier. Wow, das sieht voll cool aus mit der Ruine. Da vorne sind wieder Dänen. Teils Leben, teils Tod. Da muss doch Soma auch irgendwo hier sein, oder? Ihr seid noch Kampf. Da vorne. Bringt ihn rein ins Warme. Legt Moos auf die Wunde und verbindet sie. Ekel, sieh mich an. Erinnerst du dich an die Eber an unserem ersten Tag in Englerland? Festhalten. 9. Groß und fett. Genug für eine Woche. Ja. Ja, das war... In einem Monat jagst du wieder. Du kommst wie eine Walküre aus dem Nebel. Aber du kriegst keine Toten. Du musst Soma sein. Reden wir woanders. Lassen wir sie ausruhen. Die haben euch böse erwischt. Wie viele sind verloren? Schön, dass du fragst. Aber bei all dem Blut im Wasser und Tod in der Luft wüsste ich vorher gern deinen Namen und dein Begehr. Eivor vom Rabenclan. Ich bin deinetwegen hier. Ich suche nach Freunden und Verbündeten. Verstehe. Ich bin Soma, Jarlskonar von Grantabrück. Auch wenn ein Orden von Irren das anscheinend ändern möchte. Der Orden der Ältesten. Klingt richtig. Der Sachse Wigmund ist einer von ihnen. Er nahm mir meine Stadt und trieb uns in dieses Sumpfland. Ich konnte einige meiner Krieger sammeln, doch meine 3 Ratgeber werden vermisst. Ich brauche sie, wenn ich Grantabrück zurückerobern will. Erzähl mir von ihnen. Sie sind meine Besten, mein engster Kreis. Birna, Galin und Leif. Wir sind gewissermaßen vom selben Blut. Wenn ich euch wieder vereine und wir die Stadt zurückerobern, wirst du meine Verbündete sein? Solltest du das vollbringen, werde ich alles für dich sein, was du willst. Wer ist dieser Wigmund? Und was hat er vor? Er ist ein strauchelnder Aldermann des alten Königs. Ein verbitterter alter Mann, der sich Grantabrück einverleiben wollte,
Nur um zu zeigen, dass er es kann. Er hat schon oft versucht, mich vom Thron zu stoßen. Diesmal leider mit Erfolg. Was ist mit Grantabrück passiert? Der Alderman Wiegmund hat die Stadt erobert. Ich weiß nicht, wie er es schaffte, aber er behält sie nicht. Nicht lange jedenfalls. Er hat Unterstützer außerhalb der Stadt. Doch sein Angriff schien von innerhalb der Mauern zu kommen. Aus dem Herzen von Grantabrück. Finden wir deine Berater. Einverstanden. Wir werden die Flussufer nach ihren Langschiffen absuchen. Und wenn wir schnell sind, finden wir sie vielleicht, ehe die Wölfe es tun. Inzwischen ist der Nebel eher ein Hindernis als ein Deckmantel. Beleuchten wir den Heimweg. Okay. Der Erl. Ordensmitglied enthüllt. Okay, das ist dieser Wiegmund. Der Allmann. Okay. Klingt ja ganz cool. Die Soma scheint eine taffe Frau zu sein. Ich denke, wir haben da eine gute Verbündete dann. Und wir müssen jetzt da oben das Leuchtfeuer entzünden. Auf dieser alten römischen Ruine. Denke ich mal, ja. Sieht auf jeden Fall ultra nice aus. Gibt es hier vielleicht auch ein Trüchen? Ja. Danke sehr. Runen. Okay, wir haben gerade eine Rune gefunden anscheinend. Gucken wir nachher mal. Hier ist noch was zu plündern. Die machen wir mal kaputt. Noch eine kleine Rune. Das gefällt mir. Und wie kommen wir jetzt da hoch? Wahrscheinlich außenrum, ne? Jawohl. Entzünde das Leuchtfeuer. Das tun wir direkt mal. Und dann gucken wir mal, ob wir die Berater wiederfinden. Was sind das für Leute? Schlüssel. Schlüssel für Mitteltune. Und hier ist was zum Lesen. Brief an dich. Mir bleibt nicht viel Zeit, höchstens ein paar Stunden. Dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Ein schöner Ausblick auf den Sonnenuntergang oder die funkelnden Sterne sollte ich so lange überdauern. Ich kenne Leute, die Angst haben, alleine zu sterben. Doch nun, da ich hier liege, ist mir klar, dass es nichts zu fürchten gibt. Immerhin ist diese Reise eine, die wir alleine antreten, mit nichts und niemandem im Schlepptau. Und so überlasse ich dir, der du mich findest, den Schlüssel zu meinem Haus, in der Hoffnung, dass das, was ich hinterlasse, neue Bedeutung finden möge. Okay, bestimmt werden wir dafür Verwendung finden, mein Freund. Ich weiß ja nicht, warum du hier oben gestorben bist, aber Ruhe und Frieden. Brenne lang und leuchte weit, Feind des Waldes. Und führe Somas güldene Krieger heim. Genau. Wir haben jetzt da drei Anhaltspunkte. Kann ich irgendwo einen Sprung machen? Ich sehe hier gerade kein Heuhaufen sozusagen. Bin ich blind oder gibt es hier einfach nichts? Ne, ich kletter mal lieber so runter, bevor ich jetzt noch sterbe durch Fallschaden. Oder, ich würde natürlich auch gerne mal nach diesem Haus schauen. Wo wir da reinkommen, ist es vielleicht das hier vorne direkt oder... Wartet mal, Leute. Wir gucken nochmal. Ich weiß, was du gerade denkst. Und das wäre? Dass es töricht ist, die Fans nach so wenigen Leuten abzusuchen. Du sagtest, die Leute, die du suchst, wären deine Besten. Unverzichtbar für die Rückeroberung der Stadt. Findest du das töricht? Überhaupt nicht. Und wieso sollte ich? Du siehst aus wie jemand, der gut allein zurechtkommt. Wie ein einsamer Wolf. Vielleicht hältst du Soldaten für wenig mehr als nur Kriegsfutter. Aber diese Krieger sind mehr als nur Schwert- und Schildträger. Sie sind meine Familie, nicht weniger. Ich habe schon eine Stadt verloren. Ich will sie nicht auch noch verlieren. Das verstehe ich. Und wenn deine Leute noch leben, finden wir sie. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wo das Haus sein soll. Es ist auf jeden Fall nicht direkt hier. Wir gucken... Oh, hier ist was... Sammeln. Ja, wir gucken erstmal nach den Leuten. Nach dem Haus schauen wir dann vielleicht später mal. So, ein bisschen Eisenerz war da drin. Sehr schön. Hier sind ganz schön viele Bäume geborsten. Durch einen Kampf oder naturell bedingt? Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir schauen nach den Leuten. Soma ist auf der... Oder ist auf jeden Fall dabei. Heute im Tech-Team unterwegs.
Okay, Freunde, hier vorne ist das erste Gebiet, was wir begutachten wollen. Wo eventuell jemand von ihr ist. Eine Gruppe gefangener Dänen. Oh ja. Okay, Lager im Tiefland. Da ist ein Bogenschütze. Sehr nice. Dass uns die Gegner so angezeigt werden hier. Das Problem... Ja, okay, ah, okay, der sieht mich direkt. Das Dumme ist, ich konnte ihn nicht one-hitten mit einem Bogenschuss. Ihr Schweine. Okay, der ist down. Na komm, her. Greif mich an. Los, Oma, Attacke. Wir retten deine Freunde. Komm schon. Ja, warte. Aua, das hat wehgetan. Nein, ich hab keine Ausdauer mehr. So, das... Lass mich. Das ist auf jeden Fall gefährlich, Leute. Aber wir schaffen das schon. Ich denke, die Soma ist auch eine gute Kämpferin. Und da ist einer ihrer Berater, wie es scheint. So, komm schon. Der ist weg. Perfekt, der ist auch weg. Easy going. So, du blöder Bogenschütze, du. Okay, dann konnte ich doch one-hitten. Shit. Hätte ich nochmal probieren sollen vorhin, aber egal. Ging auch so diesmal. War's das schon? Oder wo ist Soma? Hallo? Ich sehe sie gerade nicht. Wo ist sie hin? Ich höre was, aber ich sehe sie nicht. Ah, hier unten bist du. Warte. Bam. Na lol. Wie cool war das denn? Da sind noch mehr. Okay. Lass sie. Willst du? Hast du gar keine Chance, du kleiner Gnom. Sauber. Das mit dem Schild gefällt mir. Nice, komm. Waren das jetzt alle? Ich glaube, das waren alle. Wir gucken nochmal kurz hier durch das Lager durch, ob es noch irgendwo eine Truhe gibt. Bisschen kleinen Kram. Da ist ein Langschiff. Ist das von den Dänen? Da, Lies Langschiff. Ich erkenne den Rumpf. Ah ja, das ist also Leaf. Ein älterer Herr. Und ich würde sagen, wir befreien ihn mal. Ich denke, hier ist jetzt keine... Hier ist noch ein bisschen was. Aber hier ist jetzt keine große Truhe irgendwo, soweit ich das sehen kann. Können wir mal mit unserem schönen Raben gucken, aber ich sehe jetzt nichts, nee. Okay, okay. So, ihr seid befreit. Wenn du so nett wärst. Vielen Dank. Ich hatte nicht den besten Tag. Sieh durch den Nebel, Leaf. Folge dem Leuchtfeuer. Dort findest du unser Lager. Wir kommen nach, wenn wir die anderen haben. Wir gehen sofort dorthin. Alle werden bereit sein, wenn du kommst. Ich hätte gern mehr Freunde wie dich. Danke. Der ist gar nicht so alt wie gedacht. Ich dachte, der wäre irgendwie. Der sah eben älter aus, wie er da saß, aber ich glaube, der ist einfach nur. Ja, der hat einfach nur einen Bart. Okay, dann macht euch mal heim oder so. Wir sehen uns später. Gut, das Sommerherr wächst wieder. Mann, nicht wahr? Er lebt nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten. Und er baut die besten Langschiffe, die... Überblicke das Land, Freundin. Nach einem strengen Ehrenkodex. Strenger als die meisten. Und er baut die besten Langschiffe, die ich kenne. Nur dank ihnen konnten wir lebend aus Grantabrück entkommen. Er ist nicht der stärkste Mann, aber er ist weit. Oh shit, ich wollte nicht tauchen, ich wollte hier noch zuhören. Aber er ist weise und scharfsinnig. Und schwer zu greifen, wie ein Fisch, der das Netz flutscht. Na klasse. Und hier ist das nächste Gebiet, Ruine von... Eine alte Hütte umgestellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Die Ruine von Gratians Villa. Ist wahrscheinlich irgendein... Ein Befehlshaber der Römer gewesen. So, liebe Freunde. Was geht bei euch hier? Birna ist hier. Was ist denn hier los? Ah, die wollen da rein. Warte kurz. Schön vorsichtig. Wir können ja immer ein bisschen sneaky vorgehen, soweit das möglich ist. Der guckt jetzt gerade in meine Richtung. Nicht so cool.
Da hinten sind... Kein Zweifel. Selbst wenn mein Kopf in einem Eimer Wasser steckte, würde ich sie erkennen. Kann er sich mal umdrehen hier, der Kerle? Das nervt gerade ein bisschen. Alter, der dreht sich einfach nicht um, ne? Dann halt nicht, Kollege. Okay, kommt hierher. Vollidiot. Okay, wieder einer weniger. Jetzt steht da wieder einer. Haben wir nicht eben gerade hier einen geholt auf der Ecke? Naja, warum nicht? Komm mit. So, da hinten steht jetzt noch einer und die beiden vor der Tür. Na, komm ruhig näher, mein Freund. Komm ruhig näher. Nein. Ja, genau. Komm ruhig näher. Das ist perfekt. Na, komm. Komm schon. Ja, trau dich. Ach, er will nicht. Okay, der ist down. Wir konnten den one-hitten. Das war cool. Und der ist auch Geschichte. Und der andere checkt es immer noch nicht. Mach's gut, mein Freund. Oh, das ist ein Boss. Na komm her, mein Freund. Ja, ist okay. Die Hälfte haben wir damit abgezogen. Aua, das hat wehgetan. Alter, du bist ja krass drauf, Junge. Komm schon, so viel hat er nicht mehr. Oh, schön. So mal den platt gemacht. Und wir gehen rein. Soma! Ich wusste, dass ich da draußen ein Wesen gehört habe. Aber wir kamen schon zurecht. Ich hatte schon überlegt, eine neue Stadt zu gründen. Das wäre unser erstes Haus gewesen. Birne, ich habe ein Lager in der Nähe unter einem Leuchtfeuer. Wir treffen uns dort, wenn ich die anderen gefunden habe. Danke, Soma. Und dir auch, Sonnenschein. Wir gehen jetzt zum Lager. Bis du wiederkommst, habe ich alle wieder auf Trab gebracht und wir singen dir ein Liedchen. Perfekt. Hört sich gut an. Hier ist noch ein Brief. Alter römischer Brief. Wertester Gratian, der Verlauf deiner Schlacht von Hadrianopolis war unglücklich, aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dort herkommen. Die Soldaten sehen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, das du ihnen in der Schlacht einhaust. Bitte triff mich in Lugdunum, sobald es dir recht ist. Wir werden Pläne schmieden, Thrakien zurückzuerobern. Magnus Maximus. Okay. Interessant. Und... wer ist dieser Reiter, der als hier drumherum schwirrt? Das triggert mich so ein bisschen gerade. Da ist er. Okay. Gut, wir haben jetzt 2 von 3 Leuten befreit. Dann gehen wir mal beim dritten schauen. Birna ist wie eine Weinrebe. Gebunden und unberechenbar. Dagegen ist Leaf ein Holzbalken. Robust und geradlinig. Birna ist ein strategisches Genie und denkt immer weit voraus. Leaf kümmert sich um das, was direkt vor ihm liegt. Er ist ein Mann der Tat. Die beiden haben mir durch schwierige Zeiten geholfen. Menschen, die einem ehrlich widersprechen, sind so wichtig wie die eigene Familie. Da hat sie recht, ja. So, da vorne ist es. Mal schauen, wie wir da durchkommen. Sieht ein bisschen größer aus wie die anderen beiden Orte. Aber es ist auch nur eine Ruine. Sie haben jemanden eingekreist. Ach so. Ja, vorsichtig. Der hat mich direkt gesehen. Ja, geil. Okay. Ja, böser Wolf. Okay. Ja, wir sind dabei. Komm her, du böser Wolf. Lass den. So, komm schon. Dich mach mal platt. Okay, und? Sorry, Wolfi, aber du beißt mich leider. Da ist noch einer. Das tue ich nur sehr ungern. Die sind immer so süß. Oh, Mano. Noch ein Wolf? Oder was?
Jo, aua, aua, das, Alter, was war das für ein Überfall? Das war ein bisschen heftig, Leute. Voll aus dem Busch gesprungen da. Na komm, mein Freund. Bind mir das leid. Tut mir leid, aber... ich kann nicht anders. So, er ist hoffentlich jetzt befreit, der Galin. Kumpel, du kannst runterkommen. Damit hätte ich die Wölfe auch platt machen können hiermit, ne? Ups. So. Ja, gut. Ach, noch mehr Wölfe. So, das war's jetzt aber. Die Sonne kommt wieder raus. Wunderschön. Galin, du kannst runterkommen. Oder wir kommen hoch. Wie auch immer. War jetzt verletzt? Nein. Ich helfe dir, Kumpel. Galin, du siehst furchtbar aus. Was ist geschehen? Die Sachsen haben mich in den Nebel gejagt. Geradewegs in ein Banditenlager. Doch Frey war auf meiner Seite und ich habe sie zuerst gesehen. Bist du der einzige Überlebende deiner Mannschaft? Ja, und ich bin selbst kaum noch am Leben. Aber mit Odins und Freyas Segen sitzen sie jetzt schon beim Festmahl der Götter. Wir haben ein Lager in der Nähe. Ich bringe dich dort. Eivor, stoß zu uns, wenn du bereit bist. Okay, das mache ich. Bis gleich, Leute. Kommt gut an. Okay, wir haben jetzt alle Vertrauten von ihr befreit. Ich denke, das ist eine gute Basis für ein Bündnis beider Gemeinschaften. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann Krantabrück angreifen und zurückerobern. Da freue ich mich drauf. Vielleicht auch sneaky, vielleicht auch in einem offenen Kampf, ich weiß nicht genau. Könnte auch ein offener Kampf werden, da ja die anderen auch dabei sind. Aber okay. Ich gucke nochmal kurz hier vorbei. Was haben wir hier noch ein bisschen? Ah, okay. Warte mal. Ich muss die Steine hier wegtragen, damit ich da reinkomme, oder was? Weg damit! Ich habe es genau wieder dahin geworfen. Ja, moin. Genau das wollte ich nicht. Dahin. Böser Stein. Ganz böse. Kriege ich da schon durch? Jawohl. Oh, coole Sache. Da ist eine Truhe. Leder und Eisenerz. Das gefällt mir. Das brauchen wir denn für die Erweiterung hier. Können wir schon was machen wieder? Wir können den Köcher erhöhen. Ich glaube, das machen wir mal. Finde ich gut. Wenn wir mehr haben. Hier haben wir jetzt 3 Runen mittlerweile. Hier ist noch der Schlüssel für irgendein Haus. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wo wir da reinkommen. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Oder auch nicht. Wir haben noch einen Wolfi. So, böser Wolf. Entschuldigung, aber musste sein. Du hast mich angegriffen. Gut, Leute. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da. Das würde mir sehr weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann.